Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr bei einer Funkfernbedienung die Batterie wechseln könnt, wie das Ganze funktioniert und woran ihr erkennt, ob die Batterie schwach ist, das seht ihr jetzt. Wann ihr die Batterie ersetzen müsst, erkennt ihr zum Beispiel über die Anzeige dieser LED. Das heißt, wenn ihr hier eine Taste betätigt und die dann mehrfach kurz hintereinander aufblinkt, ist das ein Zeichen dafür, dass die Batterie schwach ist. Oder ihr merkt es auch, dass ihr immer näher ans Fahrzeug rangehen müsst, um das Fahrzeug zu entriegeln oder zu verriegeln. Und dann muss die Batterie in diesem Handsender ersetzt werden. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. So, als erstes nehmt ihr den Schlüssel in die Hand und dreht diese Seite nach oben. Jetzt braucht ihr einen etwas spitzen Gegenstand, am besten eignet sich dazu ein Schlitzschraubendreher, mit dem ihr hier oben in die Kante hier rein müsst und gegen dieses Chromteil einfach die Abdeckkappe nach oben weghebelt. Ihr braucht da keine Angst zu haben, dass ihr irgendetwas wegbrecht, das passiert hier nicht. Wenn ihr das gemacht habt, hat sich die Kappe jetzt hier oben leicht abgelöst und jetzt könnt ihr ganz einfach mit dem Finger diese öffnen. Die Batterie, die klemmt hier oben in der Abdeckung drin. So, jetzt braucht ihr eine neue Batterie. Dazu könnt ihr ganz einfach die alte hier entfernen. Und setzt an gleicher Stelle hier die neue Batterie wieder ein. Achtet bei der Batterie darauf, dass ihr die richtige verwendet. In dem Fall haben wir hier eine CR2032 mit 3 Volt. Und diese bauen wir jetzt auch wieder in dem Schlüssel ein. Und ja, das zeige ich euch jetzt. So, ich habe mir hier eine neue Batterie besorgt. Diese nehmen wir ganz einfach aus der Verpackung heraus und setzen diese wieder hier ein, so dass sie fest sitzt und nicht herausfallen kann. Und dann nehmen wir ganz einfach wieder unseren Schlüssel. Wir haben hier oben, wie man sieht, zwei Nasen. Die müssen als erstes eingesetzt werden. Auf der linken Seite, wo sich die Audi-Ringe befinden, und dann drückt man die Abdeckkappe von vorn nach hinten ein, so lange, bis alles eingerastet ist. Das hört man dann auch ganz deutlich und das soll es schon gewesen sein. Wenn wir jetzt die Fernbedienung betätigen, sehen wir, dass die LED hier oben rechts nur einmal aufleuchtet. Vorher hat sie ja mehrfach geblinkt. Das heißt, dieser Schlüssel ist wieder voll einsatzfähig und ich kann beruhigt das Fahrzeug starten und auch wieder aus weiter Entfernung öffnen und schließen. Die alte Batterie wird natürlich entsorgt. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne Kommentare, diese werde ich schnellstmöglich beantworten. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert mich einfach, damit ihr kein Video mehr verpasst. Das soll es erstmal gewesen sein, euer Lexikon.